Herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary hier auf diesem Kanal. Ihr seht in diesem Video, was ich an 6 Tagen im Oktober auf Sardinien gegessen habe. Seit Juli diesen Jahres ernähre ich mich schleimfrei, schleimarm nach Arnold Ehret. Wer jetzt mit diesen Begriffen nichts anfangen kann, dann verlinke ich euch gerne ein Video in den Infokarten. Das Video habe ich im Sommer veröffentlicht und über mein schleimfreies Experiment nach Arnold Ehret berichtet, wieso, weshalb, warum und welche Lebensmittel dafür in Frage kommen. Ich verlinke euch auch nochmal unten in der Infobox die 2 Listen von meinem Blog. Das ist einmal eine Liste mit den schleim- und säurebildenden Lebensmitteln und eine Liste mit den schleimfreien, den schleimarmen Lebensmitteln. Seit Anfang des Jahres esse ich nur einmal am Tag, also es gibt nur eine feste Mahlzeit am Tag. Dazu gibt es auch schon einige Videos hier auf meinem Kanal und unter diesen Videos gibt es auch schon viele Kommentare und Diskussionen. Ich verlinke euch eines der letzten Videos dazu oben in den Infokarten. Also wer mit dieser Thematik nur einmal am Tag essen nichts anfangen kann, der kann sich gerne meinen Erfahrungsbericht dazu anschauen, wie es dahin gekommen ist, dass ich nur einmal am Tag esse. Das ist eine jahrelange Umstellung. Das hat vor 26 Jahren begonnen. Bevor ich euch das Food Diary, also die festen Mahlzeit, zeige, möchte ich euch noch 2 grüne Pulver vorstellen, die ich mit auf Sardinien hatte. Meistens am Nachmittag gab es für mich ein Grassaftgetränk, einfach aus diesem Pulver hier. Das ist getrockneter Grassaft aus Gerste und Kamut, eines meiner absoluten liebsten grünen Pulver, die habe ich auf Reisen immer dabei und dann habe ich auch einen Becher dabei und einfach nur Wasser und dann trinke ich am Nachmittag einen grünen Saft und danach gibt es für mich diese 7 Kräuter, ein bitteres Pulver mit 7 Kräutern, das fülle ich mir dann immer ab, also ich hatte für diese 2 Wochen ein großes Grassaftglas dabei und diese 7 Kräuter habe ich mir in ein kleineres Glas abgefüllt, da reicht dann immer eine Messerspitze oder einfach ein bisschen was auf die Zunge geben und dann diesen wundervollen bitteren Geschmack genießen. Darin ist enthalten Bibernelle, Kümmel, Fenchel, Wacholder, Wermut, Anis und Schafgarbe. Und hier nochmal eine ganz interessante Eigenschaft dieser bitteren Kräuter. Das Zusammenspiel der Bitterstoffe der 7 Kräuter kann sowohl einen Schleim- und Schlacke-lösenden als auch einen Schleim- und Schlacke-ausscheidenden Effekt auf den ganzen Körper haben. Also ich nutze dieses Pulver jetzt auch schon seit einigen Monaten fast täglich und es ist einfach sehr angenehm, diese Bitterstoffe im Mund wirken zu lassen. Und bei mir hat es zum Beispiel auch den Effekt, dass ich lange danach keinen Hunger verspüre. Das sind meine liebsten grünen bzw. bitteren Pulver auf Reisen, aber auch für einen stressigen Alltag. Hier die 7 Kräuter, ein wundervolles, bitteres Pulver, was den Körper vitalisiert. Und hier auch eines meiner liebsten grünen Pulver, ein Grassaftpulver aus Gerste und Kamut mit vielen wichtigen Mikronährstoffen. Wer sich für diese Pulver interessiert, ich setze euch unten in die Infobox die Links. In meinem kürzlich veröffentlichten Vlog, Ein Tag mit uns auf Sardinien, habe ich auch gezeigt, wie ich das Pulver dann trinke. Also ich habe da so meinen Mixbecher dabei und dann gebe ich ein bisschen Pulver dazu, schüttel das und genieße dann diesen wundervollen grünen Saft auf Reisen. Ich starte meine Mahlzeit heute mit einer kleinen halben Wassermelone und 3 reifen Kakis. Simon fragt gerade, ob hier auf die Kakis jemand draufgetreten ist. Also für mich gibt es jetzt noch 3 Kakis mehr. Die sind nämlich beim Transport etwas verunglückt. Ihr seht, die sehen ziemlich zermatscht aus. Und damit sie nicht gären oder schimmeln, esse ich sie heute noch auf. Jetzt gibt es den 2. Teil meiner Mahlzeit am Tag. Circa 45 Minuten nach der Obstmahlzeit habe ich mir hier einen kleinen Salat geschnippelt aus Datteltomaten, Frühlingszwiebel und so eine Art Schnittlauch. Dazu gibt es 3 Gurken, Romanasalat bzw. Römersalat, Rucola und hier habe ich noch ein paar Algenpresslinge. Also das sind keine Tabletten, das sind einfach nur Chlorella-Algen in gepresster Form. Die gibt es auch in Pulverform, also wenn ich in Deutschland bin, dann verwende ich gern für Gurken zum Beispiel das Chlorella-Pulver. Wenn ich auf Reisen bin, nehme ich einfach die Presslinge mit, das ist praktischer. Also das sind nicht irgendwelche Tabletten, das sind einfach nur Lebensmittel, Mikroalgen, Chlorella. Meine heutige Mahlzeit beginne ich wieder mit Früchten. Ich habe reife Kakis. Könnt ihr auch gut schon sehen, die sind schon so aufgeplatzt.
Und dann gibt es noch reife Kaktusfeigen. Ich habe jetzt mal hier so eine Kaki auseinander gebrochen, wollte ich gerade sagen. Das geht ja, nicht. Nee. Ich habe jetzt mal so eine Kaki auseinandergeteilt. Und das ist richtig schönes, reifes, saftiges Fruchtfleisch, was man dann einfach so essen kann. Ich esse die Schalen der Kakis nicht mit. Und so sehen die Kaktusfeigen geschält und in Scheiben geschnitten aus. So sieht der zweite Teil meiner Mahlzeit aus. Wieder einen schönen großen Tomatensalat aus Datteltomaten, Zwiebeln und etwas Kräutersalz. Und hier auf dem Teller befinden sich 4 kleine Gurken, Rucola-Salat, etwas Eisbergsalat und wild gesammelter Portulak. Ich beginne meine heutige Mahlzeit mit Obst, diesmal wieder mit Zuckermelone. Weiter geht's mit Früchten, diesmal gibt es reife Kaki. Weiter geht's mit meiner Mahlzeit. Ich habe mir wieder meinen aktuellen Lieblingssalat gemacht. Einfach nur kleine Tomaten und Zwiebeln mit ein bisschen Kräutersalz. Dann gibt es noch Gurken, Römersalat, Kopfsalat, ganz frischer Fenchel, heute erst geerntet und so eine Art Löwenzahnsalat. Dazu gibt es noch Mikroalgen, Chlorella und Spirulina-Presslinge. Und als Nachtisch genehmige ich mir ein paar Karobschoten. Die haben wir kürzlich in Cagliari gesammelt. Wenn ich weiß, was Karob ist, dazu gibt es auch schon ein Video auf meinem Kanal. Das verlinke ich oben in den Infokarten. Wir sind gerade in Cagliari in einem ganz tollen veganen, rohveganen Restaurant, das heißt Chintilla. Und da trinke ich jetzt gegen 14 Uhr einen Saft. Der besteht aus Karotte, Ingwer, Ananas. Was noch, Henry? Hallo. Karotte, Ingwer, Ananas, Orange. Ach, Orange, genau. Das ist der Saft. Das steht geschossen. Für mich gibt es hier einen Salat aus verschiedenen Gemüse, Zucchini, Tomate, Pilze, Möhren sehe ich gerade. Und auch Rucola. Hier seht ihr den ersten Teil meiner zweiten Mahlzeit für heute. Also ihr seht, ich habe heute zwei Mahlzeiten gegessen, beziehungsweise bin gerade dabei, die zweite Mahlzeit zu beginnen. Und eine zweite Mahlzeit zu essen ist bei mir seit Januar, Februar eher eine Ausnahme. Ich starte jetzt meine zweite Mahlzeit wieder mit Früchten. Ich habe mir hier ein paar Kaktusfeigen aufgeschnitten und dann gibt es noch 5 reife Kakis. Jetzt habe ich ein bisschen Verdauungspause gelassen, ca. 30 bis 45 Minuten und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil der Mahlzeit. Ganz viele Gurkenscheiben, Fenchel, dann hier getrocknete, gesalzene Tomaten. Dann haben wir hier einen halben Eisbergsalat, noch ein Stück Romana-Salat und so eine Art Löwenzahnsalat. Ich starte meine feste Mahlzeit wieder mit Obst und diesmal mit einer halben Zuckermelone. Jetzt habe ich ca. 20 Minuten Verdauungspause nach der Melone gehabt. Jetzt geht es weiter mit ein bisschen Obst. Jetzt habe ich hier schon aufgeschnittene Kaktusfeigen, Granatäpfelkerne und 3 reife Kakis. Der letzte Teil meiner festen Mahlzeit besteht aus Gemüsefrüchten und Salat, Gurkenscheiben, eingeweichte getrocknete Tomaten, einen Löwenzahnsalat und etwas Kopfsalat. Zum Schluss gibt es noch einen Tomatensalat, einfach nur Tomaten, also so Datteltomaten mit Frühlingszwiebel. Und dazu gibt es noch Algenpresslinge, Chlorella und Spirulina. Die letzten 20 Stunden habe ich gefastet und nach 18 Stunden habe ich das erste Mal was getrunken. Und zwar ein Getränk aus Wasser und Grassaftpulver. Dann waren wir was einkaufen und vor ca. 20 Minuten habe ich 2 reife Bananen gegessen. Also ich habe dann damit meine feste Mahlzeit am Tag begonnen und jetzt geht's weiter mit einer halben Zuckermelone. Weiter geht's mit der zweiten Hälfte der Zuckermelone. Weiter geht's mit meiner Mahlzeit. Wir sind jetzt nur noch 2 Tage auf Sardinien und machen heute Reste essen. Deswegen wird es heute ein bisschen mehr als sonst. Ich esse normalerweise am liebsten 2 Obstsorten in meiner Mahlzeit, maximal 3. Und jetzt hatten wir schon die Zuckermelone und hier gibt es noch 3 weitere Obstsorten. Kaktusfeigen, Granatapfelkerne und noch 3 reife Kakis. Nach den 3 reifen Kakis gibt es noch eine große reife Kaki. Und zum Kühlschrank befinden sich noch einige Kaki. Das ist sozusagen jetzt so ein Resteessen. Da esse ich noch aus Genuss eine große reife Kaki. Nach dem Obstteil meiner festen Mahlzeit geht es wieder ans Gemüse und ans Grün. Hier auf dem Teller habe ich ganz viele Gurkenscheiben, noch eingeweichte getrocknete Tomaten, Fenchel, Kopfsalat, dann hier noch so eine Art Löwenzahnsalat und
frisch gesammelt Portulak, wilder Portulak. Und dieses Gemüse und dieses grüne Blattgemüse, das sind alles regionale, saisonale Früchte, Gemüsefrüchte von Sardinien.